Tag Leute, herzlich willkommen, ich bin Hellgaming und heute gibt es ein bisschen Hell-Gaming-News. Jawohl, das habe ich jetzt einfach direkt mal so frei erfunden, ich bin geil. Heute geht es um zwei Spiele und zwar um GTA und Call of Duty. Aber kommen wir erstmal zum interessanteren Thema und zwar GTA 6 soll angeblich eventuell in Tokio spielen. Die Arbeiten zu GTA 6 sind nämlich schon im vollen Gange und vor einiger Zeit war ja schon mal in Planung gewesen, dass Tokio mal als Hauptdarstellungspunkt oder wie sagt man das? Ja, also dass halt GTA 6 mal oder überhaupt GTA in Tokio mal spielen soll. Und zwar haben sie sich damals nämlich gedacht, zur Zeit von GTA 3 und von Vice City, haben die da so ein bisschen überlegt, sollen wir vielleicht GTA in Tokio machen und warum nicht, wäre eine geile Location und so weiter. Aber weil in Tokio der Verkehr so irgendwie kompliziert sein soll, so wirklich irgendwie extrem kompliziert, keine Ahnung, die Asiaten fahren wohl auf den Wänden und auf den Decken und unten durch und durch Tunnel und da und keine Ahnung, machen Loopings und was weiß ich was alles und driften durch die Gegend. Weil der Verkehr eben so kompliziert war darzustellen oder zu machen halt eben, haben sie das dann eher nicht gemacht und weil sie sich dann auch ganz, ganz viele neue Marken hätten sichern müssen für Autos und weil sie aber für die ganzen amerikanischen Karren und alles schon die ganzen Lizenzen haben, haben sie das früher halt eben nicht gemacht. Sonst wäre vielleicht eventuell zwischen GTA 3 und Vice City ein Tokyo GTA gekommen. Jetzt aber sind die Gerüchte wieder da, dass GTA eventuell, also GTA 6, vielleicht in Tokio spielen könnte. Denn eine Marke wurde nämlich schon reserviert. Ja, und zwar GTA Tokio wurde reserviert, GTA Bogota und GTA Sin City wurden nämlich schon beim Patentamt eingereicht. Und ja, also es werden auf jeden Fall eventuell Spiele kommen, die mal so heißen werden. Das heißt, die haben schon einiges in Planung und die haben aber auch schon gesagt, Rockstar, dass an den Gerüchten natürlich wieder nichts dran ist. Ja, die sagen wieder, nee, und nix Tokio und Blödsinn und vergiss das, aber das haben die schon öfter gemacht. Rockstar hat schon öfter bei Gerüchten gesagt, dass es nicht so ist und dass es nicht stimmt und dann haben sie gesagt, okay, ist doch so, aber erst nach vielen Monaten später. Also mal gucken, vielleicht dann zu E3 diesen Jahres, vielleicht ja, sagen die dann, okay, nächstes GTA dann in Tokio. Könnte sein, wäre schon geil. Ich könnte mir schon vorstellen, dass in so ein GTA in Tokio verdammt Bock machen würde. Das Einzige, was halt ein bisschen doof ist, dann muss man auf der anderen Seite fahren und Asiatisch lernen. Ne? Oder machen die das dann in Amerikanisch und reden die dann alle Englisch dort und mit Untertitel oder Asiatisch. Keine Ahnung, ich bin nicht Rockstar. Die werden das dann schon machen. Das neue GTA 6 soll dann 2017 oder 2018 vielleicht schon kommen. Ja? Und ich würde sagen, dass GTA in Tokio schon verdammt geil werde. Ich würde mir generell geil vorstellen, wenn dann das mal eines Tages so werde, dass man dann mehrere Städte vielleicht hat. Ja, so Los Santos, halt eben die riesengroße Stadt in Amerika, dann vielleicht noch eine Stadt irgendwo so auf Hawaii oder so und dann noch Tokio und so, dass man halt so mehrere Städte hat, mehrere Settings, wo man dann einfach in den Flieger steigt und dann dahin fliegt und dann hat man dort Mission, hier Mission, da Mission. Im Moment geht das natürlich vielleicht noch nicht, aber vielleicht, wer weiß, in 10 Jahren vielleicht schon. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall schon eine sehr, sehr geile Sache. So, die nächste News, wie schon gesagt, ist, da geht's um Call of Duty und zwar soll das nächste Call of Duty vielleicht im Weltall spielen. Da gab's jetzt die ersten Gerüchte schon mal dazu, dass jetzt das Ganze noch weiterentwickelt werden sollte und dann sind wir im Weltall unterwegs. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt hier wirklich machen wollen im Weltall. Da ist ja keine Schwere, da ist ja alles schwerelos. Ja, da fliegt man ja durch die Gegend oder machen die das irgendwie, dass man dann mit irgendwelchen super Boots irgendwie auf dem Boden bleibt und dann schwerelos dann noch mehr durch die Gegend fliegen kann oder fliegt man dann generell die ganze Zeit durch die Gegend auf der Mondbasis und keine Ahnung, was hier sich Call of Duty die Entwickler noch denken. Ja, ich finde das ehrlich gesagt scheiße, dass jetzt auch noch im Weltall viele User, viele Spieler wünschen sich hier wieder mal ein COD wie früher, ja, so Modern Warfare oder halt eben sowas, wo es doch nicht irgendwie 10.000 verschiedene Skins für alle Waffen gab und Kleidung und Ding und da und alles und Rumgespringe und Science Fiction und Zukunft. Viele wünschen sich wieder sowas im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, wäre auch geil. Wieder mal so ein Shooter, der so richtig krass und realistisch ist im Zweiten Weltkrieg. Das wäre auch mal wieder geil oder halt ein bisschen zurück oder halt jetzt die Zeit. Das wäre mal wieder ein gutes Call of Duty, weil Black Ops 3 fand ich scheiße. Ich finde Black Ops 3 nicht gut. Das hat mir wirklich nur Spaß gemacht, wo ich mit der Freundin gespielt habe oder mal mit einem Kumpel. Alleine greife ich dieses Spiel nicht an. Ich finde das alleine wirklich nur beschissen mit den ganzen Spezialisten und da und Ding und alles.
finde ich einfach nur Schrott. Das ist für mich kein Call of Duty mehr. Für mich ist Call of Duty noch die alten Teile gewesen vor AW. Aber, was ich auch nur sagen muss, AW fand ich geil. AW finde ich auch jetzt immer noch geil. Das ist das einzige COD, was ich irgendwie so gesuchtet habe und auch gut gespielt habe und richtig Bock gemacht hat. Das gefällt mir auch jetzt noch. AW finde ich geil. Wenn vielleicht das neue COD so ein bisschen Richtung AW so ein bisschen geht und vielleicht noch ein bisschen zurück, würde ich es geil finden. Aber Hauptsache nichts mehr wie Black Ops 3. Black Ops 3 ist einfach nur nicht so gut. Das Ganze ab und zu mal spielen, ein bisschen so zwischendurch über ein Video raushauen und ein bisschen so. Aber ist nicht das Wahre. Ja, Black Ops 3 ist echt nicht so toll. Was sagt ihr dazu? Findet ihr geil, dass jetzt Black Ops in den Weltall hochgeht? Oder würdet ihr lieber einen COD euch wünschen, wieder so Richtung Weltkrieg? Ja, so Zweiter Weltkrieg oder so in der Jetztzeit, wie es bei Battlefield auch ist. Ja, was würdet ihr euch wünschen? Was würde euch gefallen? Würde mich interessieren, wenn ihr euch dann da in die Kommentare einen Kommentar da lässt und schreibt, welche Meinung ihr dazu habt. Ja, ob ihr überhaupt GTA, COD mögt oder so wie es jetzt ist oder was wünscht ihr euch oder keine Ahnung. Und ich vergesse in den Kommentaren zu schreiben, wenn ihr bis jetzt geguckt habt, Hashtag ich hab's geschafft, dann weiß ich ganz genau, welche Zollenabonnenten von euch da die Videos bis zu Ende gucken. Ja, und ich vergesse kommentieren. Eure Meinung ist mir wichtig, was ihr davon haltet, auch zu GTA und auch zu COD. Ja, in welche Richtung ihr euch das wünschen würdet, dass COD geht. Ja, ob ihr jetzt noch mehr Science Fiction wollt und noch mehr Skins und keine Ahnung und Waffen, eine Million oder was weiß ich was. Ja, sagt einfach Bescheid. Ja, würde mich gerne interessieren, was meine Community dazu sagt. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr bis jetzt da seid, Däumchen nach oben in den Kommentaren schreiben. Ich habe es geschafft, eure Meinung noch dazu schreiben. Und falls ihr neu seid und das Video bis zu Ende geguckt habt, nicht vergessen, abonnieren. Und mich supporten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.